Stichwort Mannschaft, das ist sicherlich der entscheidende Punkt, dass man es schafft, eben auch als Mannschaft zusammenzustehen. Da müssen wir Julian Draxler jetzt auch mal als Beispiel anführen. Am Freitagabend nach der 0-3-Niederlage bei Bayer Leverkusen hat er Folgendes am Sky-Mikrofon gesagt. Zweiteilige Frage. Erstens, wir alle wünschen uns ja immer Leitwölfe, wünschen Spieler, die Verantwortung übernehmen, die dann vielleicht auch mal auf den Tisch zu hauen. Also war es so gesehen richtig. Zweiter Teil der Frage. Wenn ich selbst natürlich eine ziemlich blöde gelbe Karte in dem Spiel kassiert habe, kann ich mich dann hinterher hinstellen und mich so äußern gegenüber den Kollegen? Wie würden Sie es bewerten? Ja, erstmal müssen wir wissen, dass dieses Interview wird unmittelbar nach dem Spiel geführt. Und es ist so, dass das bei allen natürlich eine riesen Enttäuschung da ist. So, und dann von mir kann man dann erwarten, dass ich mich sammle oder auch vom Trainer kann ich das erwarten, aber ein Spieler, der wirklich sehr enttäuscht ist, da erwarte ich nicht immer, dass er jetzt auch wirklich es immer auf den Punkt bringt. Was ich gut finde, ist, dass er einfach sagt, Mensch, wir müssen etwas verändern. Wir können nicht nur davon reden, sondern wir müssen diese Leistung zeigen. Und er weiß das auch, darüber haben wir auch gesprochen, dass man auch selber seinen Anteil dazu beitragen muss und dass er sich mit seiner fünften gelben Karte, dass er sich dann nicht sehr professionell oder clever angestellt hat, das weiß er auch. Aber diese Art von, das sind Aussagen, die uns jetzt nicht aus dem Takt bringen dürfen, sondern... Aber in der Sache hat er nicht Unrecht, oder? In der Sache, ich weiß es gar nicht, ob es so war, dass wir mit den Gedanken zu sehr beim Realspiel waren. Ich hatte vor dem Spiel ein Gefühl, dass wir sehr fokussiert waren, was aber dann nach dem 1-0 oder spätestens nach dem 2-0 kann es wirklich so gewesen sein, dass man gesagt hat, Mensch, oder gedacht hat, das geht heute nicht mehr, das können wir nicht mehr umbiegen und jetzt steht das nächste Spiel an. Aber von vornherein, glaube ich, wussten unsere Spieler auch, dass eigentlich die Bundesliga zurzeit fast wichtiger ist als die Champions League, weil in der Bundesliga legen wir die Grundlage eben fürs nächste Jahr. Da wollen wir auch international wieder dabei sein und am liebsten wären wir natürlich in der Champions League dabei und nach der Niederlage ist das natürlich in ganz, ganz weiter Ferne und ob das jetzt so hundertprozentig das getroffen hat, aber nochmals die Aussage, dass es nicht darum geht, darüber zu reden und zu sagen, das wollen wir machen, sondern man muss es als Mannschaft, muss man es auf den Platz bringen. Und das können wir sehr viel besser, als wir es jetzt in vielen Bundesligaspielen gemacht haben. Große Diskussionen gab es um dieses 2-0, das Sie gerade schon kurz angesprochen haben. Sie selbst haben sich da auch ziemlich echauffiert. Wir zeigen die Szene nochmal. Was passiert? Chicharito hier gegen Dante, der bleibt am Boden liegen. Jetzt gibt es ja so eine Art ungeschriebenes Fairplay-Gesetz unter Fußballprofis, dass der Ball eigentlich rausgespielt werden muss. Das Spiel geht noch eine Zeit lang weiter. Ne? Also es ist Ruhe im Spiel und das Tor ist auch schön. Also das ist schön, aber auch weil wir so wirklich so in der zumindest so einen kleinen Zweifel hatten, geht das Spiel weiter oder wird es unterbrochen? Und man muss das im Zusammenhang sehen. Und es ist unerheblich, ob das jetzt ein Foul war oder ob er jetzt verletzt ist. Oder ich glaube, das kann jetzt kein Spieler, der Leverkusener konnte das jetzt bewerten in diesem Moment. Wir hatten vorher im Spiel hatten wir eine Situation, wo wir auch in einer Umschaltaktion waren. Und dort lag auch ein Leverkusener am Boden. Weiß auch nicht, ob er verletzt war, hat dann auch sofort weitergemacht. Und wir haben den Ball ins Ausgespielt. So, und darüber habe ich mich aufgeregt. Sie haben gesagt, in Zukunft spielen wir den Ball auch nicht mehr ins Aus. Bleiben Sie da dabei? Es gab ja gestern noch eine Szene. Ich bleibe dabei. Ich glaube, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich glaube, in Köln... Haben wir da Hoffenheim gegen Köln? Ich bleibe dabei. Wir sollten den Ball nicht mehr ins Aus spielen und Leverkusen sollte den Ball auch nicht ins Aus spielen. Hier sehen wir die Szene. Ja. So, der Spieler... Der Kölner bleibt liegen. Letzte Minute des Spiels, wohlgemerkt. Hoffenheim spielt weiter. Jetzt kommt die Flanke. Und dann macht Volland das 1-1. Nachspielzeit. Hoffenheim steckt bitterst im Abstiegskampf. Die Kölner natürlich entsprechend sauer.
Ja, was ich auch nachvollziehen kann. Und, aber ich glaube, dass... Ja, die haben ja jetzt auch gesagt, der Stöger hat ja auch gesagt, also da machen wir es in Zukunft auch nicht mehr, dass wir den Ball jetzt ausspielen, sondern in Zukunft muss der Schiedsrichter das ganz allein entscheiden. Genau, das ist es. Und so ist es eigentlich auch vereinbar. Hier Kaugummi werfen noch von Herrn Schmadtke in Richtung Kollege. Sollte man sich auch schenken. Aber hat er sich auch schon wieder entschuldigt. Ja. Aber Sie bleiben jetzt bei Ihrer grundsätzlichen These, in Zukunft soll bitte der Schiedsrichter das abpfeifen. Genau. Wir spielen nicht mehr aus. Genau. Ich denke, so ist es eigentlich auch vereinbart. Diese Anweisung hat es auch mal gegeben, dass das weitergespielt werden soll, bis der Schiedsrichter entscheidet, eben, ob er das Spiel unterbricht. Es hat sich leider eingebürgert, dass auch die Zuschauer das verlangen. Also gerade natürlich in Auswärtsspielen gibt es dann sofort ein Pfeifkonzert eben und alle sehen sich genötigt dann eben auch, insbesondere wenn man dann nicht darauf reagiert, dass man dann den Ball ins Ausspielt. Und es wird leider, es ist so, dass es eben auch als taktisches Mittel dann verwendet wird. Also bitte überlassen wir das doch dem Schiedsrichter, ob er es entscheidet, ob er das Spiel unterbricht oder nicht. So, es sind nur noch wenige Stunden bis zum großen Spiel. Wir sind uns, glaube ich, auch darüber einig, dass nicht nur die Mannschaft das reißen muss, das Publikum muss seinen Teil auch dazu beitragen. Wir haben einfach mal Laura Papendick losgeschickt und uns ein bisschen heute in Wolfsburg umgehört, ob denn schon sowas zu spüren ist wie das besondere Fieber. Das Viertelfinale in der Champions League gegen Real Madrid steht an und wir schauen uns jetzt mal in Wolfsburg um, wie die Stadt und der Verein sich auf dieses Spiel vorbereitet. Der ist sehr groß, weil so eine große Mannschaft hier in Wolfsburg zu haben, ist natürlich schon das Highlight. Die Leute sind einfach fröhlicher und freuen sich wirklich auf diesen Tag und es gibt keine Karten mehr in ganz Wolfsburg. Man freut sich auf Real Madrid, auf einen tollen Gegner. Obwohl es schwer wird. Wolfsburg ist eine Überraschungsmannschaft. Ich hoffe, dass es diesmal, dass sie jetzt volle Leistung zeigen, auch die internen Probleme. Und ich denke, dass es ein knapper Sieg wird. Also, wir haben es gehört, die Wolfsburger freuen sich auf das Spiel. Mal gucken, wie es bei den Fußballern aussieht. Wir waren eben den ganzen Tag in der Stadt unterwegs und haben mal gehört, wie sehr sich die Leute auf Mittwoch freuen. Sie freuen sich sehr. Ist das bei euch auch so? Ja, natürlich. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Das ist Real Madrid. Also wenn man sich darauf nicht freut, ich glaube, der macht einiges falsch im Fußball. Welche Bedeutung hat dieses Spiel für Sie? Ja, für mich schon was Überragendes, das mit 21 so zu genießen zu dürfen. Ich freue mich natürlich auch riesig darauf. Dass so ein kleiner Kindheitsraum geht in Erfüllung und darauf freue ich mich einfach brutal. Gibt es auch schon den Masterplan, wie man Real Madrid ärgern kann? Also ich habe jetzt noch keinen, aber ich glaube, der Trainer wird schon alles einfinden. Hoffen wir drauf. Viel Glück. Man sieht, die Spieler sind sehr gefragt vor dem großen Duell, auf das sich nicht nur der Verein, sondern die ganze Stadt Wolfsburg freut. Real Madrid kann also kommen. Klaus Allofs, ein bisschen träumen muss auch erlaubt sein. Was würde denn eine Sensation, also das Ausschalten von Real Madrid, der Einzug ins Halbfinale, was würde das für den Verein bedeuten, was würde das auch für die Saison bedeuten? Wäre dann alles fein? Nein, ich meine, wir haben jetzt gerade auch das Stimmungsbild gesehen. Ne? Die Freude ist da, aber trotzdem dreht keiner durch. Also die Wolfsburger sind da ziemlich cool. Und das finde ich auch gut so, dass sie wissen, dass wir hier auch eine gute Mannschaft haben. Und das hoffe ich ja auch, dass wir jetzt nicht am Mittwoch da im Stadion stehen oder sitzen oder auf dem Platz sind und staunend jetzt Real Madrid anschauen, sondern wir glauben an unsere Mannschaft. Und auf der anderen Seite sind dann auch nur in Anführungszeichen Spieler. Also von daher glaube ich, bei aller Freude wissen wir auch, dass hier auch immer guter Fußball gezeigt wird. Aber was würde die Sensation bedeuten? Ja, die Sensation, ich weiß gar nicht, wie man darauf reagieren würde in Deutschland, wie man uns einordnen würde. Wir haben ja doch bei der Bewertung oder bei der Beurteilung vom VfL werden ja dann doch immer so ein paar Schubladen aufgezogen, wo man dann drin steckt. Ich glaube, da müssten einige Geschichten doch ein bisschen verändert werden und anders geschrieben werden. Aber ansonsten glaube ich, würde dann keine neue Zeitrechnung beginnen. Die würde erst beginnen, wenn wir dann den Titel gewinnen und fürs nächste Jahr qualifiziert sind, weil das ist wirklich das Wichtigste. So weit denkt er. So. Nein, ich muss leider so weit denken. Ja, also
Wenn wir dann schon so weit sind, der Titel in der Champions League, das wäre natürlich auch für den Manager Klaus Allofs wirklich die Krönung seiner bisherigen Zeit hier in Wolfsburg, Michail Marculescu. Der Abgang von Kevin De Bruyne, kann man es darauf runterbrechen, dass deswegen in der aktuell laufenden Saison eben doch nicht mehr so gut läuft? Wenn man mal rausrechnet, De Bruynes Tore und Vorlagen aus der letzten Saison, wäre statt Platz 2 Platz 9 rausgekommen. Ja, Kevin, wir haben es ja gerade gehört, sicherlich für den VfL war das wirtschaftlich natürlich ja, eine tolle Sache, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte ihn lieber jetzt bei uns. So wie er im letzten Jahr gespielt hat und wie er der Mannschaft auch in schwierigen Situationen geholfen hat. Mit der Bräune wärt ihr unter den Top 3, oder? In der Form, so, in der er im letzten Jahr gespielt hat und das zeigt er eigentlich bei Manchester City, zeigt er das auch wieder, auch jetzt wieder nach seiner Verletzung, hat er gleich wieder da angeknüpft. Er war schon ein wichtiger Spieler, wie Ivan Perisic aber auch ein wichtiger Spieler war. Also aber dennoch ist es so, dass man es sich zu leicht macht, wenn man sagt, das liegt nur an Kevin, sondern wir haben einige Dinge nicht so hinbekommen, wie das einfach sein muss, wenn man sich oben in der Spitzengruppe etablieren will. Und das ist ja unser Ziel. Wir haben es jetzt in einem Jahr geschafft. Wir waren einmal Zweiter. Davor waren wir Fünfter, aber wir waren einmal Zweiter. Und das wollen wir ja für die nächsten Jahre, wollen wir das ja zur Normalität machen. Und dann muss man sich noch mal weiterentwickeln, dann muss man noch mal besser werden. Und das müssen wir ganz ehrlich sagen, das haben wir in der Champions League, haben wir das gut hinbekommen, aber in der Meisterschaft haben wir das gemeinsam nicht so hinbekommen. Und dann kann man das auf den Abgang von einem wichtigen Spieler oder von einigen Spielern kann man das beschränken. Man kann das auf die Zusammenstellung der Mannschaft dann beziehen. Wir haben viele Verletzte gehabt bisher, das hat auch eine Rolle gespielt. Ein paar Undiszipliniertheiten kommen auch natürlich dazu. Ich meine, Themen, die jetzt auch immer wieder diskutiert werden. Ja, Bendner, ja, aber, jetzt auflösen. Aber das gehört, glaube ich, auch zu einer Mannschaft dazu. Also insbesondere, wenn sie noch mehr im Mittelpunkt des Interesses steht. Also ich glaube, dass das bei Bayern geht, das auch nicht ohne Skandale oder bei großen Mannschaften gehört das auch mit dazu. Und deswegen würde ich das wirklich auch nur am Rande als einen Baustein sehen. Aber wie gesagt, wir haben es insgesamt, haben wir nicht diese Geschlossenheit innerhalb der Gruppe gefunden. Wir haben auch nicht so diesen absoluten Willen. Das hört sich jetzt seltsam an, aber das sind dann vielleicht ist das ein halber Prozentpunkt oder 1%. So dieses das Verlieren einfach nicht zu akzeptieren. Das haben wir im letzten Jahr ganz häufig gehabt. Da muss ich auch noch mal auf den Tod von Junior zurückkommen. So schrecklich das für uns alle war, so gelähmt wir alle am Anfang waren. So viel Kraft hat das uns aber auch hinterher gegeben, eben als Gruppe zusammenzustehen. Wir sind so eng zusammengerückt und viele Dinge haben wir auch immer. Da hat Junior, der war eigentlich permanent unser 12. Mann und das hat uns so viel Kraft gegeben. Das trägt uns in dieser Saison weniger und viele, viele kleine Dinge sind dazugekommen, wo wir aber schon vor der Saison gesagt haben, das wird schwer, das wieder zu bestätigen, weil das zeichnet eben ganz große Spieler und das zeichnet dann eben auch große Mannschaften aus, das immer wieder zu wiederholen und deswegen ist das Besondere von Bayern München. Nicht, dass sie international dann dort mal gut spielen, dort mal ein gutes Spiel machen, sondern dass sie es über viele, viele, viele Jahre immer wieder gegen den Widerstand aller anderen Mannschaften, die sie ja schlagen wollen, das immer wieder hinbekommen haben, dass auch ihre Spieler so professionell sind. So, und da haben wir wirklich Nachholbedarf. Und das sind dann die Geschichten. Das sind dann so kleine Dinge, die eben nicht hundertprozentig professionell sind, wo man mehr tun kann, wo man noch intensiver arbeiten kann. So, und das müssen wir hinbekommen.